MicroStrategy will in den nächsten 3 Jahren Bitcoin im Wert von 42 Milliarden US-Dollar kaufen. Ist Michael Saylor jetzt komplett übergeschnappt oder doch eher genial? Ja, herzlich willkommen zum Recap-Podcast. Mein Name ist David Scheider und mir zugeschaltet in der anderen Space-Kapsel ist mein geschätzter Kollege Giacomo Maihofer. Ja, gut Sport, Giacomo. Sag mal, wie stehen die Aktien? Was sind Aktien? Ich habe keine Aktien, Digga. Ich habe nur Kryptowährungen. Knapp daneben ist auch vorbei. Am vergangenen Dienstag hatte Bitcoin fast ein neues Rekordhoch aufgestellt, war dann aber knappe 200 US-Dollar von der historischen Marke bei 73.750 US-Dollar abgeprallt. Seitdem korrigiert Bitcoin wieder. Ich erinnere mich noch, dass hier in der Redaktion wirklich alle den Minutenchart offen hatten, teilweise gegen Abend und so. Is it happening? Aber ehrlich gesagt, keiner so richtig wusste, warum passiert das gerade und es ist ja dann auch nicht passiert. Also David, erleuchte uns mal, warum ist Bitcoin eigentlich überhaupt so hochgeschossen? Ja, alle waren davon überzeugt, dass am Dienstag das All-Time-High geknackt wird, außer einem unbeugsamen Redakteur meiner namens David Scheider. Ich war immer bärisch, ich habe gedacht, nee, das wird nichts und er hatte recht, haha. naja, also woran hat es hier gelegen? In erster Linie würde ich sagen, tatsächlich daran, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der orange Mann Präsident wird, ist immer größer. Und das zeigen einerseits Umfragen, die ziemlich knapp sind, aber das zeigt auf der anderen Seite auch Polymarket. Darüber hatten wir ja schon mal gesprochen. Das ist diese Wettplattform. Und da sind mittlerweile über 60% der Leute überzeugt davon, dass Trump gewinnt. Und wir hatten das ja auch schon oft genug erwähnt. Ein Wahlsieg Trump wäre auf jeden Fall für Bitcoin initial ziemlich bullish. Das ist sicherlich einer der Faktoren. Ein anderer ist technischerer Natur. Das sind die ETFs. Die räumen in den letzten Tagen echt massiv an Coins ab und verhalten sich wie so ein Staubsauger, der die ganzen Bitcoin vom Markt saugt. Tatsächlich halten die ETF-Sponsoren, also BlackRock, Fidelity, Grayscale und wie sie alle heißen, insgesamt jetzt mittlerweile über 1 Million Bitcoin. Das sind mehr als 5% der gesamten Umlaufmenge von allen Bitcoins, die es jemals überhaupt geben kann. Und da sind noch nicht mal die eingerechnet, die verloren gegangen sind. Also unter anderem die 1 Million Bitcoin von Satoshi. Die wird auch BlackRock nie bekommen. Das heißt, immer mehr Coins wandern in die Hände der ETF-Sponsoren. Und das ja nur, weil diese ETFs so doll nachgefragt werden. Die bilden ja dann nur den Index ab. Und natürlich hat dann, wenn erstmal so eine Kursrallye losgeht, hat das dann auch technische Effekte. Beispielsweise werden dann die ganzen Short-Positionen abgeräumt. Und obendrein gibt es auch noch Makrofaktoren, die da den Bitcoin-Kurs begünstigen. Und das sind einfach, das ist die globale Liquidität M2 zum Beispiel. Das ist ein vereinfachtes Zinsumfeld. Wir haben es auch schon oft genug gesagt, die größten Zentralbanken der Welt, die EZB und die Fed, senken die Leitzinsen und das ist auch gut für Bitcoin. Mhm. Ja, das klingt sehr überzeugend, muss ich sagen. Ich habe mir jetzt nochmal aktuell das Sentiment angeschaut, einfach weil es mich interessiert, ob der Markt davon ausgeht, dass Bitcoin das Allzeithoch nächste Woche noch knackt. Und du hast ja schon die Shorts angesprochen, einfach für Leute, die es nicht wissen. Es gibt den sogenannten Futures-Markt und da kann man im Grunde mehr oder weniger Wetten abschließen über Zeit, ob die Kurse steigen oder fallen. Also du kaufst dann Bitcoin zu einem höheren Preis und wettest zum Beispiel, dass der den erreichen wird oder sogar überschreiten wird. Und ich habe mir jetzt mal angeguckt, okay, Fear and Greed Index ist so ein guter Indikator, wie gierig ist der Markt. Wenn der zu hoch schlägt, dann ist eigentlich meistens ein guter Zeitpunkt, um zu verkaufen. Der steht jetzt bei 75 Punkten, das heißt auf Gier. Heute, Bitcoin ist ja gefallen so ein bisschen, wurden 73 Millionen US-Dollar an Longs liquidiert und nur ganz wenige Shorts. Aber trotzdem sind am Future-Markt, Longs sind sozusagen die Betten auf steigende Kurse und Shorts auf fallende Kurse. Trotzdem sind die Wetten auf Longs im der Überzahl gerade, also mehr gehen davon aus, dass der Kurs wieder steigt, und zwar 54%.
Aber interessanterweise habe ich mir dann mal angeguckt, auf welche Marken die gesetzt haben. Und da habe ich eigentlich kaum Longs gesehen, die über dem aktuellen All-Time-High stehen. Also die Kursrange ist so 70.000 bis 73.000. Das heißt, der Markt oder der Futures-Markt auf jeden Fall, und das ist der größte Bitcoin-Markt mit Abstand, geht nicht davon aus, dass Bitcoin das All-Time-High knackt. Auf Polymarket sieht es anders aus. Das ist die Wettplattform, die du gerade eben schon angesprochen hast. Da ist mittlerweile die Chance, dass Bitcoin das Allzeithoch noch in diesem Jahr knackt, bei 80% angestiegen. Also der Großteil der Leute, die Wetten abschließen, gehen davon aus, dass Bitcoin das All-Time-High noch knackt. Glaubst du, dass es nach der Wahl passiert oder haben wir vor der Wahl noch eine Chance? Die Wahl ist am Dienstag, Digga. Ich glaube nicht, dass das noch vor der Wahl. Ich glaube, dass die Wahl tatsächlich so ein Zündlein an der Waage ist, aber darüber können wir auch gleich sprechen, von mehreren Dingen, je nachdem, wie sie ausfällt. Aber ja, das ist tatsächlich unser nächstes Thema, ne? Jawohl, genau. Es sind nämlich nur noch 4 Tage, ja, bis zur Wahl. Die Frage ist Trump oder Harris. Diese Frage wird am 5. November entschieden. Das wisst ihr alle, die ihr natürlich nicht unter einem Stein wohnt. Und der Crypto-Space schaut ja auch, wie wir das gerade schon skizziert haben, mit Argus-Augen auf diesen Wahlausgang. Sorry. Manche erhoffen sich darunter ja den Anfang einer neueren Ära als Bitcoin-Supermacht USA. Das wird vor allem passieren oder zumindest verspricht das Trump. Ja, aber was können wir denn von dieser Wahl eigentlich erwarten, Giacomo? Ja, genau. Was Krypto angeht, ist eigentlich sozusagen, die Lager sind relativ klar, zumindest was die Außendarstellung angeht. Trump hat diese große Rede gehalten in Nashville bei der Bitcoin-Conference im September und da sozusagen einmal die Wunschliste der Bitcoiner durchgegangen und alles versprochen, was sie wollten. Die Recht auf Self-Custody, sogar den Silk Road-Gründer Ross Ulbricht will er freilassen, der ja seit Ewigkeiten im Knast sitzt wegen Darknet und so. Eine transparente Regulierung schaffen, dann auch noch Gary Gensler feuern, den SEC-Chef, den viele hassen, weil er halt sehr feindlich gegenüber Krypto eingestellt ist oder das zumindest so wahrgenommen wird. Eine staatliche Bitcoin-Reserve aufbauen, das wäre auch ein Novum und vor allem von den USA ein ganz krasses Signal in die Welt. Bitcoin-Mining made in the USA, also manchmal, die Slogans sind halt auch echt bescheuert, ne? Und dann steht da gegenüber Harris, die sich tatsächlich noch nie zu Krypto geäußert hat bis September und dann auch nur ganz vage. Ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, was sie gesagt hat. Also sie hat irgendwas von digitalen Assets gesagt und alle waren so, was bedeutet das und so. Und seitdem, ja, spekulieren alle so anhand weniger Worte. Sie sagt dann irgendwie, wie sie will die digitale Asset Industry und AI fördern. Also vager geht es eigentlich gar nicht. Und das verdeutlichen tatsächlich auch, wenn man die beiden mal nebeneinander legt, einfach so, wie sie auftreten und wie sie über Krypto reden, beziehungsweise ihre Stellvertreter im Fall von Kamala, zeigen das ganz schön. Und vielleicht machen wir mal den Anfang mit Trump. Good afternoon, I'm laying out my plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world, and we'll get it done. If crypto is going to define the future, I want to be mined, minted, and made in the USA. It's going to be. It's not going to be made anywhere else. And if Bitcoin is going to the moon, as we say, it's going to the moon. I want America to be the nation that leads the way. And that's what's going to happen. No, you're going to be very happy with me. Ich kann mir das Lachen einfach nicht verkneifen, wenn der Typ... be very happy with me. Das ist einfach so ein schleimiger Bastard. Okay, und jetzt... der weiß halt genau... Ich weiß gar nicht, ob der weiß, was der da sagt. Also ich glaube, der hat so... Ja, das ist echt so Bullshit-Bingo. Mining, Minting, irgendwas, egal. Hauptsache, die Bitcoiner jubeln. Das ist der Wahnsinn. Ja, es hat aber funktioniert. Jetzt schauen wir uns mal, weil Harris selber kaum was zu Krypto sagt, einen inoffiziellen Stellvertreter von ihr an, einen Demokraten, wie der im Interview auf die Frage antwortet. What is Kamala Harris's stance when it comes to the cryptocurrency industry? What is the message that you have as a surrogate for her to the crypto industry? Yeah, no, a huge shift here from
the, you know, Gary Gensler approach of regulation by enforcement that we see at the SEC. You know, I led the group of 71 Democrats to join with Republicans on FIT 21, the first ever time we voted on crypto in the U.S. Congress. Kamala Harris's position of protecting U.S. consumers, keeping digital innovation in the U.S., puts her squarely in line with the 71 Democrats, including myself, who supported FIT 21. So I think we've got a really good forward-looking approach. Okay, kannst du zusammenfassen, was er gesagt hat? Weil ich habe nichts kapiert. Ich wollte es gerade sagen. Niemand kapiert, was der Typ sagt. Was ist die Botschaft von Kamala Harris? Und der fängt an zu reden und du denkst dir nur so, ich muss das auch nachrecherchieren. Tatsächlich, FIT 21 ist ein Gesetzesrahmen für Krypto, der erste in den USA, den erwähnt er ja. Und der soll sozusagen die alte Form der Regulierung, die sehr chaotisch und einfach scheiße ist, wir gehen ja jetzt nicht im Detail darauf ein, ersetzen. Und er war einer derjenigen, der dafür gewählt hat. Auch Republikaner und Demokraten waren sich dafür einig. Das ist durch den Kongress gegangen und muss jetzt noch durch den Senat. Ja? Und das wäre eine viel bessere Regulierung für Krypto. Einfach endlich auch mal eine klare, transparente. Also im Grunde sagt er, wir wollen klare Regeln und wir wollen diese Industrie fördern. Aber auf eine so bescheuerte Art und Weise, dass es niemand versteht, außer vielleicht der Moderator. Und ja, es ist eigentlich gar nicht schlecht, was Kamala möchte, beziehungsweise was er sagt, was Kamala möchte, aber es ist so scheiße rübergebracht, dass man sich so, also auch im Vergleich zu Trump halt, der so Bitcoin super macht, ne, weißt du? Einfach das Messaging stimmt nicht und ja. Das hat der Mann einfach raus, das muss man ihm echt lassen. Das muss man ihm echt lassen, ja. Er weiß, wie man die Klaviatur der Leute spielt, ne? Aber wir haben ja auch tatsächlich einen BTC Echo Insider Report zu der Frage gemacht und den habe ich mir jetzt auch nochmal reingezogen und den kann ich wirklich allen nur empfehlen. Da haben wir, ich weiß nicht, etliche Experten gefragt, was sie glauben, was nach der US-Wahl passiert. Und von Bitwise kam eine Analyse tatsächlich dazu auch, die gesagt haben, ich weiß nicht, welche Daten sie benutzt haben, aber die haben auf jeden Fall gesagt, der Trump-Pump ist real. Also wenn Trump gewinnt, gehen sie davon aus, dass Bitcoin mindestens um 10% steigt. Also ein normaler Dienstag bei Bitcoin. Ja, also, ja, wahrscheinlich, ja, schon. Aber bei Harris gehen sie davon aus, dass es bis zu 10% sinkt. Und Dogecoin natürlich noch viel härter, das mussten sie auch erwähnen, aber es ist auch irgendwie, wer hat diese Analysten bezahlt? Also das ist alles einfach so obvious, aber okay. Ey, nichts gegen André Dragos, Shoutout, der macht echt gute Arbeit. Okay, aber ja, okay, nichts gegen. Aber ich habe so, ja, dass Dogecoin natürlich härter ausschlagen wird, das wissen wir immer. Ja, das stimmt. Dann Van Eck, das ist jetzt nicht im Report, einer der größten Vermögensverwalter der Welt oder einer der ziemlich großen, hat nochmal daran erinnert, dass Bitcoin schon nach dem Sieg von Trump 2016 eine starke Rallye hingelegt hat. Da fand der Bitcoin noch scheiße, das muss man auch in Erinnerung rufen, dass er wirklich so, ja, ist ja alles Drogengeld und hat keinen Sinn und ich weiß nicht, der Dollar ist toll. Das war seine Position damals. Und dann haben wir Florian Dönert-Breyer vom Kryptofonds F5 Crypto, der irgendwie gesagt hat, und ich finde, das ist ziemlich einleuchtend, eigentlich ist es egal, wie die Wahl ausgehen wird, weil beide Kandidaten positiver eingestellt sind als Biden jetzt zum Beispiel. Mhm. Also wenn Trump gewinnt, keine Ahnung, was der wirklich umsetzt von dem ganzen Bla, den er da von sich gegeben hat. Und wenn Kamala gewinnt, dann wird es auch eine klarere Regulierung geben. Also was so die meisten Experten, ohne die jetzt alle im Einzelnen zu zitieren, gesagt haben, ist, sie erwarten keine besonders nachhaltige Kursbeeinflussung durch die Wahlen, eher so eine kurzfristige Volatilität, je nachdem, wer jetzt gewinnt. Aber langfristig wird der Kurs wahrscheinlich von anderen Aspekten bestimmt und das ist dann wirklich die Gesetzgebung, wie dieses FT21-Gesetz, was bei beiden gleich wäre, ja, egal ob Trump oder Kamala gewinnt. So. Ja, und das ist ja auch Aufgabe des Senats und gar nicht des Präsidenten so ungefähr. Also es ist ja die Regulierung, klar, und Gary Gensler ist jemand, der alle verklagt, nicht bei drei auf den Bäumen sind, aber der hält sich ja auch nur an die Gesetze, die ihm die Legislative vorgibt. Also ich bin da echt auch der Meinung, wie Florian Dönert-Breyer, dass es im Endeffekt eher so eine symbolische Wahl ist. Natürlich ist die Symbolkraft nicht zu unterschätzen, wenn die USA sich jetzt als Bitcoin-Nation ausgeben und zum Beispiel, das hat Trump ja auch gesagt,
wollen die die Bitcoin, die die sozusagen eingenommen haben durch Beschlagnahmung von Kriminellen, schon mal nicht verkaufen. Das sind dann schon so kleine Sachen, wo man sagt, okay, das ist schon, hat schon auch echt große Symbolkraft. Ja, die wollen daraus eine Bitcoin-Reserve, die wollen die transferieren und daraus eine Reserve aufbauen. Und das sind, glaube ich, 215.000 Bitcoin, mit wahrscheinlich mittlerweile wieder mehr. Und das hat krasse Symbolkraft, ja. Aber also all die Experten sagen, langfristig wichtiger ist, was für Gesetze werden verabschiedet. Das ist wahrscheinlich ähnlich unter beiden Kandidaten. Und dann natürlich die Politik der Zentralbanken. Du hast es vorhin schon angesprochen, Leitzinssenkungen oder nicht, weitere. Und dann kommt eine Rezession oder nicht nächstes Jahr. Ne? Das ist ja auch diese Frage, die immer noch über allem schwebt. Und das ist irgendwie ein bisschen wichtiger für Krypto, als ob der Orange Man oder Kamala Harris ins Amt gewählt werden. Und ich glaube, für die Welt ist auch ein bisschen wichtiger, wofür die beiden sonst noch so stehen, als was die da über Krypto sagen oder nicht sagen. Ja, auf jeden Fall. Dienstag wissen wir mehr. Genau, aber es gibt auf jeden Fall noch viele andere Gründe, um bullish zu sein. Und einer ist der neueste Streich von MicroStrategy. Viele unserer regelmäßigen Zuhörer werden die Firma wahrscheinlich kennen von Michael Saylor. Einer der größten Hodler von Bitcoin und hat jetzt angekündigt, über die nächsten 3 Jahre noch mehr Bitcoin zu kaufen, und zwar noch viel mehr Bitcoin. Was genau geht da ab und warum stimmt dich das so bullisch, David? Ja, also MicroStrategy hatte 2020 angefangen, Bitcoin zu kaufen. Damals hatte die Firma eigentlich niemand auf dem Schirm und Michael Saylor sowieso nicht. Man kannte ihn noch von Twitter, wo er gesagt hat, Bitcoin's days are numbered. Da gibt es einen Tweet, der immer wieder hochgeholt wird. Naja, fast forward, ein paar Jahre später, mittlerweile hält MicroStrategy 252.000 Bitcoin. Das ist 1,2% des gesamten Supplies an Bitcoin, die es jemals geben wird. Und ja, man kann sagen, die kriegen den Hals nicht voll, obwohl die einen Profit von aktuell 76% auf ihren Bitcoin haben, weil sie sie ja für knapp unter 40.000 Dollar gekauft haben, und die sind jetzt 18 Milliarden US-Dollar wert. Krass. Die Unternehmensbewertung muss ja dann auch entsprechend hoch sein, oder? Ja, die ist schon nicht verkehrt. Also die ist jetzt bei 50 Milliarden US-Dollar. Das reicht gerade so, um den S&P 500 zu kommen. Allerdings ist das ganz interessant, weil die eigentlich höher ist, als sie sein dürfte. Diese Bitcoin sind nämlich nur in Anführungsstrichen 18 Milliarden US-Dollar wert. Und trotzdem ist die Market Cap von MicroStrategy 50 Milliarden US-Dollar. Jetzt kann man sagen, naja, MicroStrategy hat ja auch noch ein Kerngeschäft. Ist ja eigentlich keine Bitcoin-Company. Stimmt nur so halb, weil die mehr oder weniger seit Jahren Verluste machen mit ihrem Software-Business. Ursprünglich ist MicroStrategy eigentlich so ein Business-Intelligence-Unternehmen. Das heißt, die machen halt so Business-Software, aber die schreiben in dieser Sparte, was eigentlich das Kerngeschäft von MicroStrategy ist, seit Jahren rote Zahlen. Das heißt, ja, da ist so eine Art Premium auf der MicroStrategy-Marktkapitalisierung. Und jetzt haben wir ja diesen 21-21-Plan announced. Ich habe es gerade eben schon angeteasert. Warum heißt der überhaupt 21-21-Plan und was genau planen die? Genau, also ich hatte es auch schon angedeutet, die kriegen den Hals nicht voll. Im Gegenteil, der Plan ist, dass man insgesamt in den nächsten 3 Jahren 42 Milliarden US-Dollar an Kapital aufbringen wird. Also, wow. These are not rookie numbers. Nee. Also, das ist ja fast die Marktkapitalisierung, die sie jetzt gerade haben. Ja, das ist richtig. Das ist mir so noch gar nicht aufgefallen. Das stimmt. Mhm. Also, was die planen, ist im Prinzip doppelt so groß zu werden und das gesamte Kapital, ich brauche es fast gar nicht zu sagen, aber natürlich wird auch das in Bitcoin fließen. Dieser 21-21-Plan bedeutet, dass jeweils die Hälfte dieser 42 Milliarden US-Dollar aus verschiedenen Quellen kommt. Also eine Hälfte ist Fremdkapital, sind Schulden, und das hat MicroStrategy in der Vergangenheit ganz oft gemacht. Die haben sogenannte Convertible Notes begeben. Die sind dann irgendwie verzinst mit ein paar Prozent
Das heißt, ja, Gläubiger geben denen Geld, die nehmen Schulden auf und von den Schulden kaufen sie Bitcoin. Die anderen 21 Milliarden ist aber Eigenkapital. Das heißt, was MicroStrategy hier vorhat, ist nicht weniger als die größte Eigenkapitalerhöhung in der Geschichte des Aktienmarktes. Das ist kein Scherz. Es gab bisher kein Unternehmen, was so viel Kohle einfach mal in der Eigenkapitalerhöhung aufgenommen hat. Selbst Tesla, die haben maximal die Hälfte in einem Rutsch aufgenommen. Das heißt, ja, das ist historisch. Und ja, da gibt es dann auch ein Zitat vom mittlerweile CEO, das ist nicht mehr Michael Saylor, sondern Phong Le. Und der sagt in der letzten Sitzung, also die haben die Quartalszahlen vorgestellt, ich zitiere auf Englisch, "We believe it's a unique number with some special characteristics. It's the sum of 21 plus 21. We all know that 21 is a magic number in the world of Bitcoin. There can only ever be a maximum of 21 million Bitcoin in circulation." Und was mir das eigentlich sagt, ist, dass die das vermutlich zwar alles ganz gut durchrechnen, aber die entscheidende Zahl ist dann am Ende einfach nur ein Meme. Und das ist schon ziemlich unglaublich. Ich kann es irgendwie nicht fassen, wenn ich ehrlich bin. Also gerade, weil es auch um so viel Geld geht und dann einfach so die Zahl 21. Ich habe das auch gelesen und meinte so, die haben doch nicht im Ernst das bezogen auf die 21 Millionen Bitcoin, oder? Aber mal bei Spaß beiseite. Du hast ja schon erwähnt, dass der Softwarearm eigentlich gar nicht funktioniert und nur noch rote Zahlen schreibt. MicroStrategy geht es trotzdem ganz gut, oder? Ja, ich finde es total faszinierend. Also ich glaube, dass auch sowas wie Finanzplaner und Leute, die, ja, weiß ich nicht, im Finance-Bereich arbeiten, mit diesem Unternehmen sich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen können, weil das, also MicroStrategy macht alles, was man eigentlich nicht machen sollte, aber sie gewinnen. Das ist das Faszinierende daran. Also es funktioniert, weil der Aktienkurs tatsächlich einfach phänomenal performt. Seit einem Jahr hat die MicroStrategy-Aktie 444% zugelegt. Das ist, das schlägt eigentlich fast alles im S&P 500 und da gibt es noch irgendeinen Index, der die 1000 größten Unternehmen der USA hat, den habe ich wieder vergessen, aber da sind die ganz vorne mit dabei. Nvidia, Apple, Microsoft, alles Kinderkram. Und das Interessante, selbst Bitcoin performt schlechter als die MicroStrategy-Aktie. Also bei Bitcoin hast du eine jährliche Performance aktuell von 101%, MicroStrategy 444%, das heißt vierfach besser. Und das ergibt eigentlich fast keinen Sinn, weil, nee, ja. Wenn die nur Bitcoin halten, wie kann denn die Aktie besser performen als Bitcoin selbst? Ja, das ist die große Frage. Ich habe da eine Theorie, ob die stimmt, keine Ahnung. Also irgendwie scheint diese Aktie in die Zukunft gepreist zu sein. Und was auch eingepreist ist, sind zukünftige Einkäufe von Bitcoin und vermutlich auch die zukünftige Performance von Bitcoin und vielleicht dann auch die Erwartung, dass wenn das Ganze Erfolg hat, dann wird MicroStrategy wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren eines der größten Unternehmen der Welt. Also es ist eine ziemlich binäre Wette. Entweder das klappt oder sie verrechnen sich doch und Bitcoin stürzt irgendwie mal um 90%, dann wird es nämlich eng, weil die müssen ja irgendwie auch diese ganzen Schulden, die die aufnehmen, zurückzahlen und die werden sich da ganz raffinierte Mechanismen überlegt haben, aber irgendwann droht dann doch die Liquidation und dann ist das Unternehmen pleite. Das heißt, es ist, wie gesagt, es ist eine binäre Wette. Entweder es geht auf, MicroStrategy ist der große Gewinner und Michael Saylor wahrscheinlich einer der reichsten Menschen der Welt, der ist ja jetzt schon Milliardär, oder es klappt halt nicht. Und aktuell, muss man sagen, sieht es ziemlich gut aus, weil MicroStrategy auch im letzten Bärenmarkt, wo Bitcoin teilweise bis zu 70% gefallen ist, ja nicht liquidiert wurde. Und wenn es diese Drawdowns überleben kann, und man kann davon ausgehen, dass die Drawdowns eher kleiner als größer werden, ja, dann sieht es gut aus. Das ist schon vollkommen verrückt. Ja, wir hatten ja auch eine Diskussion dazu. Du hattest so ein bisschen die Angst formuliert, dass, ja, wenn das halt klappt, tatsächlich MicroStrategy zu einem der mächtigsten Unternehmen der Welt wird.
Und hast da so ein bisschen vorgewarnt. Was sind denn deine Gedanken dazu? Meine Gedanken dazu waren einfach, dass Bitcoin und ein Großteil von Krypto im Allgemeinen ja dazu damit gestartet sind, Macht zu dezentralisieren. Also dass nicht zu viel Macht bei irgendeinem Unternehmen oder irgendeinem Entscheidungshaber liegt, sondern dass es auf viele Leute aufgeteilt wird und keiner das System kontrollieren kann. Und gerade auch der Angriff auf Big Tech oder die großen Banken damit einhergeht. Und ich habe halt einfach darüber nachgedacht, okay, MicroStrategy, wenn die jetzt diese fette Wette auf Bitcoin machen, ist es ja, wie du schon gesagt hast, entweder gehen sie komplett broke oder es geht alles auf und es ist eines der mächtigsten Unternehmen der Welt. Und dann hast du ja im Grunde wieder, also die Welt funktioniert ja relativ einfach. Geld ist gleich Einfluss. Und wenn Michael Saylor so reich wird, hat er auch extrem viel Einfluss. Und der Erfolg von Bitcoin würde dann sozusagen wieder jemanden schaffen oder auch ein Unternehmen, was ja immensen Einfluss auf Wirtschaft, Politik und Gesellschaft hat, einfach durch die Menge an Kapital, die es hat. Und das ist so ein bisschen paradox für mich und auch gefährlich, ja. Ja, voll. Also das lässt sich nicht beschönigen, auf jeden Fall. Die Early Mover haben da natürlich einen krassen Wettbewerbsvorteil auch. Allerdings macht Michael Saylor ja auch gar kein Geheimnis daraus, dass er macht, was er macht. Im Gegenteil, die haben ja sogar so ein Programm aufgelegt, wo die anderen UnternehmerInnen helfen, diese Strategie zu verfolgen. Und immer wenn irgendwer, weiß ich nicht, es war mal Michael Dell oder neulich wollte Microsoft Bitcoin akkumulieren, dann kommt immer Michael Saylor um die Ecke auf Twitter und sagt, yo, hey, you wanna talk? I show you how it goes. Und, also, ne, im Endeffekt ist es dann eher, finde ich, das Problem der anderen, die es halt nicht machen, weil es ist ja eigentlich eine relativ simple Strategie. Natürlich ist es dann im Detail finanztechnisch doch komplex, wie man diese ganzen Schulden strukturiert, auf jeden Fall. Aber dass man anstatt irgendwie so ein schlecht laufendes Softwareunternehmen dann so langsam, aber sicher ausbluten lässt, oder man entscheidet sich halt zu einer ziemlich gewagten, aber bisher ziemlich lukrativen Entscheidungen, nämlich Bitcoin zu akkumulieren, und muss ja eigentlich nicht viel mehr machen, als halt Bitcoin zu halten, und die Performance ist dann so eine Art Hurdle Rate, also du hast dann irgendwie diese, ich glaube, Compound Annual Growth Rate, also wie viel Bitcoin pro Jahr steigt, sind so, ja, je nach Zeitraum 40-70%, nur indem du Bitcoin kaufst, du musst sonst nichts machen, und das kann ja eigentlich, es ist ja total easy, das kann im Prinzip jedes Unternehmen machen. Die wenigsten machen es halt. Und das ist dann irgendwie, naja, irgendwo selber schuld. Kommen wir von MicroStrategy zu einem anderen der sehr genialen Unternehmen im Crypto-Space, aber auch sehr umstrittenen, und zwar Tether, der größte Stablecoin-Emittent der Welt. Der hat neue Zahlen vorgelegt und bei denen läuft es auch so richtig gut. Also, was genau geht da ab, David? Ja, richtig gut, ist fast ein Understatement. Also ich habe die Zahlen, die sind jetzt heute wirklich druckfrisch. Also wir nehmen hier brühwarm auf am Freitag, 1. November. Die sind heute rausgekommen, die neuen Zahlen. Ja, und jetzt mal festhalten. Tether hat alleine im dritten Quartal 2,5 Milliarden US-Dollar Gewinn gemacht. Seit Jahresbeginn sind es sogar schon 7,7 Milliarden US-Dollar, und es ist jetzt nicht so, dass Tether beispielsweise wie Siemens, Bosch oder Microsoft, boah, ich bringe ja MicroStrategy und Microsoft ständig durcheinander, Riesenunternehmen sind, sondern Tether hat 100 MitarbeiterInnen, und damit, also ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht genau nachgeguckt, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass es viele oder überhaupt Unternehmen gibt, die mit so wenig Belegschaft so einen immensen Gewinn erzielen können. Also man kann eigentlich fast sagen, Tether ist eines der profitabelsten Unternehmen auf der Welt. Das ist crazy. Okay, und woher kommt der ganze Gewinn? Ja, da muss man sich wahrscheinlich einmal das Geschäftsmodell von Tether angucken, und das ist relativ simpel. Nämlich, Tether ist ja der Emittent des Stablecoins
USDT, das ist der erfolgreichste, größte Stablecoin am Kryptomarkt, hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 120 Milliarden US-Dollar. Marktkapitalisierung ist ja immer Preis mal Umlaufmenge, das heißt, man kann eigentlich sagen, es laufen 120 Milliarden USDT um und dann kommt man auf diese Marktkapitalisierung, easy. Aber wie kommen die ins Spiel? Naja, man muss, wenn man USDT haben will, also wenn ich jetzt einen Tether kaufen will, kann ich Tether einen Euro geben, einen Dollar geben, meine ich, und krieg für diesen physischen, echten Dollar einen synthetischen Tether-Dollar zurück. Das heißt, die nehmen im Prinzip einfach Dollars ein, geben dafür Tether aus, mit dem Versprechen, dass der Pack halt hält und man das im Kryptomarkt benutzen kann. Und die nehmen das Geld und legen es am Kapitalmarkt an. Das ist eigentlich im Prinzip deren Geschäftsmodell. Und da kann man sich jetzt angucken, wo geht das Geld rein? Und da gibt es verschiedene, also das ist vom Portfolio relativ klassisch strukturiert. Die brauchen ja eine relativ große Liquidität. Das heißt, falls jemand nämlich seine Tether redeemen will, das geht auch, es geht auch andersrum. Und dafür muss Liquidität da sein. Das heißt, der Großteil ist in relativ liquiden Geldmarktfonds angelegt oder US-Staatsanleihen. Da hält Tether nämlich rund 100 Milliarden US-Dollar an Treasuries, die einen Nettogewinn von 2,4 Milliarden Dollar eben ausgeschüttet haben. Und mal zur Einordnung, also 100 Milliarden US-Dollar in Treasuries, das ist auf der Rangliste von allen Entitäten, Staaten, Unternehmen auf der Welt, die Staatsanleihen der USA halten, ist Tether da auf Platz 18 und noch vor Deutschland und Australien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das heißt, dieses kleine Unternehmen aus der Schweiz von Paolo Adorno, gegründet mit 100 MitarbeiterInnen, macht Nationalstaaten Konkurrenz in der Nachfrage von US-Staatsanleihen. Und das ist schon richtig wild. Ja. Und du hattest ja auch mal mit Herrn Adorno, dem, ich glaube, er war Gründer oder CTO mittlerweile. CTO. Mittlerweile ist er CEO, oder? Das weiß ich nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall ist er im Prinzip der für Tether steht. Du hast ja mit dem gesprochen, ne? Wie ist er drauf? Ich glaube, wir haben den schon zweimal interviewt jetzt. Ja, das ist halt so ein kleiner Italiener, der irgendwie sehr selbstbewusst auftritt. Er ist ein extremer Bitcoiner. Also irgendwie, wenn du den fragst, was er möchte, dann ist das ein Bitcoin-Standard auf der ganzen Welt. Der glaubt wirklich an Bitcoin. Für den ist es absolut, also der hat ja in Lugano auch diese Bitcoin-Initiative gegründet und so. Also der hält nicht nur, die halten nicht nur sehr viel Bitcoin und unterstützen die Verbreitung, sondern die glauben wirklich daran. Und seine Attitüde ist so schon so ein bisschen punkmäßig gegenüber der alten Finanzwelt eingestellt, ne? Also der sagt dann auch immer wieder, also A, fühlt er sich sehr antagonistisch zur Wall Street, und er sagt dann halt auch, du hast gerade gesagt, ja, der hat mit 100 Leuten, damals waren es 50, das war vor anderthalb Jahren, ein Unternehmen aufgebaut, was mehr Profit macht als viele Unternehmen, die Tausende von Mitarbeitern haben, ja. Und so tritt er halt auch auf, so ein bisschen, ja. Die Wall Street hasst uns ja nur, weil wir besser wissen, wie das Geschäft mit Geld läuft als die. Weißt du, meint so, ja, weil so ein paar komische Italiener sie irgendwie outsmarten und klüger sind als sie, deswegen werden wir so gehasst und fuck the banks und alles. Ja, also so, ich find's schon geil, aber es gibt ja auch sehr viele Kontroversen rund um Tether. Also jahrelang war ja die Reserven so ein bisschen das Problem. Dass es keinen unabhängigen Audit von einem der Big Four gab bisher und dass die Leute Angst hatten, dass es jederzeit einstürzt. Viele Berichte über Tethers, die Nutzung von Tether für kriminelle Machenschaften und so. Faszinierende Person und absolut faszinierendes Unternehmen auf jeden Fall. Ja. Selbst Circle ist ja der zweitgrößte Stablecoin-Anbieter der Welt, ne? Der zweitgrößte mit 25 Milliarden Market Cap. Das ist sozusagen ein Sechstel, glaube ich, oder ein Fünftel, hat 1000 Mitarbeiter. Ja. Tether hat 100. Das ist schon krass. Das ist schon komplett verrückt. Ja, das ist echt verrückt. Wo soll das nur hinführen? Übrigens, der Vollständigkeit halber, natürlich hält Tether auch Bitcoin, allerdings nur 7100. Das ist natürlich im Vergleich zu
MicroStrategy ein Witz, aber wahrscheinlich wird es dabei auch nicht bleiben. Schauen wir mal. Ja, ich würde sagen, es kann insgesamt gar keinen Zweifel daran geben, dass aktuell Bullenmarkt ist. Michael Saylor kauft wie blöde Bitcoin und Tether ging es auch nicht besser. Wahrscheinlich kann der Erfolg von kryptonativen Unternehmen wird auch nicht mehr lange verborgen bleiben und auch Nachahmer finden. Ich bin gespannt, was da noch so kommt und sage damit vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns wie immer nächste Woche wieder. Lasst uns doch gerne eine gute Bewertung in Spotify, Apple oder eurer Podcast-App da. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns an podcast@btc-echo.de und wir hören uns wieder nächste Woche. Ciao, ciao.